nächstes hat Ingo Geddichens für die CSU-Fraktion das Wort. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach fast anderthalb Stunden Redezeit zum Verteidigungsetat, zum Einzelplan 14, wenn man denn der 11. Redner ist, dann hat man es nicht leicht, Wiederholungen zu vermeiden, insbesondere die Argumente nicht zu wiederholen. Aber ich will sicherlich an der einen oder anderen Stelle die guten Argumente, die die CDU-CSU-Fraktion hat, noch einmal zu verstärken. Ich wollte an dieser Stelle so gerne der Kollegin Karin Evers-Meyer danken, weil nicht nur Bartel Kalb den letzten Einzelplan 14 bearbeitet, beackert hat, sondern auch die Kollegin Evers-Meyer ihren letzten Bericht für diesen Haushaltsplan abgegeben hat. Ihr hat die Lehrzeit in der letzten Wahlperiode im Verteidigungsausschuss so gut getan, dass sie dann auch eine gute Arbeit im Haushaltsausschuss für den Einzelplan 14 hat leisten können. Wir in Schleswig-Holstein pflegen immer zu sagen, es ist unglaublich, wie viel Lob ein Mensch ertragen kann, bevor er an der Seele Schaden nimmt. Also Lob den beiden Berichterstattern im Haushaltsausschuss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber mein Lob richte ich auch an die Ministerin und vor allen Dingen an das Team in ihrem Haus. Es ist solide gearbeitet worden, es ist Transparenz beklagt worden. Ich erkenne Transparenz an allen Ecken und Enden. Und meine Fraktion ist wirklich froh, dass wir diese Erhöhung im Plafond in diesem Umfang tatsächlich auch haben erreichen können. Denn, und das ist jetzt die Wiederholung in der politischen Diskussion, die Außen- und die Sicherheitslage in der Welt ist wirklich instabiler geworden, und deshalb ist die Erhöhung auch zu rechtfertigen. Wir leben in unsicheren Zeiten, und Unsicherheit entsteht auch aus Ungewissheit, und das haben auch einige Vorrednerinnen und Vorredner gesagt. Wir können nur schwer abschätzen, was jetzt im Detail auf uns zukommt mit Blick auf unseren Partner, transatlantischen Partner, mit Blick auf das, was in den USA jetzt passiert. Unsere Außen- und Sicherheitspolitik war bislang geprägt von einer tief verankerten transatlantischen Partnerschaft. Diese Partnerschaft basierte auf Vertrauen, gekennzeichnet von politischer Vernunft und sicherheitspolitischer Zuverlässigkeit. Sowohl die politische Vernunft als auch die sicherheitspolitische Zuverlässigkeit habe ich bislang, jedenfalls in den Wahlkampfaussagen des designierten, gewählten zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, nicht gehört. Deshalb auch meine Bitte aus diesem Haus an die US-Administration, sie möge sich bitte schnell sortieren und Positionen für eine tragbare Außenpolitik beschreiben. Wir können leider nicht mehr davon ausgehen, dass unsere Wertegemeinschaft allein ausreicht, um ein kraftvolles transatlantisches Bündnis zu begründen. Wir müssen erneut alle gemeinsam dafür werben, uns aber zeitgleich darauf einstellen, dass sich Amerika ein gutes Stück seiner Verantwortung entziehen wird. Das bedeutet, dass Europa und insbesondere Deutschland deutlich mehr für die eigene Sicherheitsvorsorge leisten muss. Und da gibt es ja verschiedene Wege. Da geht es um mehr Effizienz. Hier wurden die verschiedenen Waffensysteme, die unterschiedlichen Fernmeldegeräte innerhalb der NATO aufgezeigt. Und da wünschen wir uns alle mehr Effizienz. Aber lieber Kollege Arnold, wenn Sie das SPD-Papier von vor 2 Jahren zitieren, dann gibt es doch einen erheblichen Unterschied in der Begrifflichkeit, ob ich eine europäische Armee will oder eine Europäisierung der Armeen. Und ich sage mal, da sind wir doch auf einem deutlich erkennbar guten Weg in der Kooperation, egal ob ich Richtung Niederlande gucke, egal ob ich auch, sage ich mal, bei Fähigkeiten, U-Booten Richtung Norwegen gucke, wohin auch immer. Hier sind wir auf einem wirklich guten Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das sicherheitspolitische Umfeld ist noch komplexer, volatiler, dynamischer und damit
schwieriger vorhersehbar geworden. Die Krisenherde in und um Europa mit den Konflikten im Osten, Südosten wird alle Bündnispartner und in ganz besonderer Weise uns fordern. Wir haben aktuell 3.500 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz in 12 höchst unterschiedlichen Missionen. Aber, lieber Kollege Noripur, wenn Sie als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen sich ein größeres Engagement auf dem Kontinent, auch Afrika, wünschen würden und Sie hier mit einer Zahl, die Sie in den Raum geworfen haben, 200 agieren, dann will ich Ihnen gerne sagen, dass wir alleine im MINUSMA-Mandat von 500 auf 1.000 Soldaten aufwachsen wollen, um hier mit den Bündnispartnern unserer Aufgabe, unserer Verantwortung gerecht zu werden. Ich sage mal UNMISS und UNAMID, da sieht man immer, das ist ein UN-Mandat, weil UN vorsteht, aber MINUSMA ist auch ein UN-Mandat und auch in dieses Mandat entsenden wir Soldatinnen und Soldaten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vielzahl unserer Einsätze zeigt auch die Komplexität. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, egal, Kollege Lamers, ob wir auch in Incirlik waren, um zu gucken, was dort unsere deutschen Soldatinnen und Soldaten leisten. Egal, wo sie hinfahren, wo sie die Truppe besuchen, bin ich persönlich immer wieder zutiefst beeindruckt von der Professionalität und wie die Männer und Frauen überzeugt sind von ihrem Tun und Handeln. Und unser Auftrag hier in diesem Haus muss doch sein, diesen Soldatinnen und Soldaten nicht nur Anerkennung zu zollen, sondern ihnen den Rücken zu stärken und sie entsprechend mit vernünftigem Material auszustatten, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich habe jetzt Themenfelder selektiert. Aber eines will ich denn doch noch sagen zum Thema Korvetten. Ich bin Berichterstatter meiner Fraktion für die Marine und ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Korvetten sind nicht vom Himmel gefallen. Und das war auch keine plötzliche Idee, die irgendwo im Haushaltsausschuss aufgekommen ist. Nein, 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 lieber Kollege Lindner, wir haben uns da ja auch schon bilateral mal drüber unterhalten. Wer ehrlich mal in die Haushalte reinguckt, und gucken Sie auch in den geheimen Teil, der hat die Strategie verfolgt. Wir haben vor wenigen Tagen die Schnellboote der Klasse 143 Alpha außer Dienst gestellt und die Alpha-Schnellboote sollten von weiteren 5 Korvetten ersetzt werden. Dann dreht sich die Welt weiter und die Idee war eigentlich, dass wir ein Mehrzweckkampfschiff MKS 180 entwickeln. Und als wir in dieser Wahlperiode erkannten, dass durch die Ausschreibungsmodalitäten wir in dieser Wahlperiode zu keiner Auftragsvergabe mehr kommen, haben wir gesagt, dann setzen wir auf ein eingeführtes Gerät, setzen wir auf diese Korvette, um nämlich das zu bewirken, was, glaube ich, alle auch hier im Raum, die sich intensiv mit dem Thema befassen, dass wir hier die Marine entlasten und setzen dann auf eine schnelle Beschaffung dieser Korvette. Liebe Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, wer dem nicht glaubt, der soll sich bitte mal mit dem Inspekteur der Marine zusammensetzen, was diese Teilstreitkraft für eine Einsatzbelastung in Kauf nehmen muss. Eine Fregatte mit 280 Seetagen kehrt jetzt gerade zurück in den Heimathafen. Was das für die Kameradinnen und Kameraden an Bord bedeutet, muss ich Ihnen vielleicht gar nicht ausmalen. Aber dass diese Beschaffung richtig ist, und dass ich all denen, die daran mitgewirkt haben, sehr dankbar bin, das können Sie mir sicherlich glauben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, mit diesem Haushaltsplan, mit diesem Einzelplan 14 sind wir auf einem nicht nur richtigen, sondern auf einem sehr, sehr guten Weg, nämlich das zu erreichen, was unser gemeinsames Ziel aller sein sollte, nämlich für die Sicherheit der Menschen in unserer Bundesrepublik Deutschland zu sorgen. Deshalb werden wir dem Einzelplan zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.